Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Wieder weg. So. Aufpassen. Ich passe auf. Er passt auf. Er passt nicht auf. Ich passe auf. Er passt auf. Möpse. Ach, das. Das lasse ich drin, Alter. Das lasse ich sowas von drin. Ja, ruhig. So, wollen wir anfangen? Homo, das Gott. Status. Hallo meine lieben Chicos und Chicas da draußen, hier spricht der Kuro und... Hi Leute, hier ist der Slay. Tschüss. Und eine kleine Runde, let's play together Skyrim. Wollen wir mal anfangen? Ja, letzte Folge habe ich ja voll verkackt am Ende. Aber so richtig. Da waren vier Banditen vor mir, was soll ich machen? Ja, komm. Ah, ja, ignoriert einfach mal den Sky und die Shiro da im Hintergrund. Nicht wundern, wenn ihr irgendwie im Hintergrund Schreie hört. Wir haben hier eine kleine Folterbank aufgebaut. Die Stelle fühlt sich so komisch an. Der Sky dann... Nein, warte, nicht falsch verstehen jetzt. Die Stelle fühlt sich komisch an. Oh Gott. Nein, der Sky dann hat einen leicht verspannten Rücken und die Shiro massiert ihn gerade auf brutalste Art und Weise. Rücken. Den Rücken! Was anderes würde ich auch nicht zulassen. So, wollen wir mal weitermachen. Ich bilde jetzt das aus, was der Slay. Da geht doch erstmal wieder hoch und töte den Typen nochmal. Hä? Da oben den Typen nochmal töten. Warum? Oder nicht? Nein, ich gehe jetzt gleich zu dem Banditenlager. Ich gehe nicht über los. Und jetzt kann ich 2000 Euro ein. So, drei Seelen. Wie viel hattest du? Zwei. Au. Wer ist besser? Ich. So. Ich hab ihn geholt. Alter, du hast beide Stangen. Ah, ich könnte hier schlagen. Ich hab gar nichts gemacht. So. Alter, lass mich aus. Ja. So, wollen wir nochmal dual kämpfen. Ein duales Kampfsystem. War doof. Hast du eigentlich den Dingens jetzt gegrüßt? Ah nein, wir grüßen auch ganz lieb und ganz herzlich unseren Zuschauer, der sich glaube ich wirklich alles reinzieht, und seine Zocker-AD. Die Zocker-AD! Jo! Die Zocker-AD. Danke, dass du so treu alle Videos guckst und ich hoffe, komm her! Einen Haufen Spaß bei unseren Videos oder zumindest halb so viel Spaß wie wir beim Aufnehmen. Ich hab den echt getroffen! Mist. Das war's. Gibt's Köttroller oder sowas, ne? Köttroller? Ja, das ist Elch. Mann, jetzt hab ich Hunger auf Köttroller, du Dreckschwein. Ich komm Ikea und wollen basteln oder so. Ich geh jetzt wirklich basteln, tut mir leid. Okay, verloren. Scheiße. Guck mal hier, die kommen schon auf mich zugerannt. Boah. So. Frau. Ah, die soll ich ausziehen. Nein, diesmal nicht. Aber die haben mich hier schon auf dem Kieker. Sorry Leute, ich bin eine Sau. Ja, das wissen wir. Ja, ihr wisst das, aber die Zuschauer wissen das nicht unbedingt. Nee, die können Gedanken lesen. Ah, okay. Ich kann gerne die Musik anmachen, allerdings würden wir wow, die auch anstellen. Wow. Bei Dark Souls könnte ich den Backstab nach vorne machen und seinen Rücken abwickeln. Alter! Alter, wo kommt der denn jetzt weg? Alter, weißt du, warum das so aussieht, als die eingeblasen hätte? Ich hab den noch nicht mal gesehen!
Alter, was ist das denn für ein Scheiß? Die Folge fängt genauso gut an, wie sie gerne hat. Ja, mitten im Tod. Willst du dich doch lieber den Hammer von drüben holen? Dann wird der Hammer. Dann wird es eine Prügelmassage. Meine Fresse, was war das denn jetzt, ey? Ja, unfähig. Ich stell mich da gleich mit Pfeil und Bogen und schieß sie runter. Mach doch. Ja. Hol dir einen runter, los. Wo ist der Bogen? Ach, da, Bogen. Sky, du bist nicht witzig. Nein, er ist mach nicht witzig. Shit, und dann, Shit, set, fuck. Oh. Das sieht so falsch aus. Ja. Muss ich mir da Gedanken machen? Ja. Nein. Nein, alles gut. Shiro? Ah, Gott. Das ist nicht das Füchschen. Füchse werden nicht getötet. Wo steht das? Da steht ein ungeschriebenes Gesetz mäßig. Ich hab vorher daneben geschaut. Ey, lass den Fuchs in Ruhe, ich schwör's dir. Töte den Fuchs. Ich hab daneben geschossen. Hab mal. Oh nein, die merken mich gar nicht. Ich weiß, dass du kein Tier so halten kannst, weißt du? Kannst du. Oder? Ja, also du kannst dir halt ein Haus bauen und dann bei dem Haus kannst du irgendwie Tiere haben, aber ich weiß noch nicht wie. Ja, ja. Ich kann auch frei von so einem Scheiß nehmen, außer jetzt das dumme Pferd, was du rufen kannst, was in einer anderen Hand greift und nicht sterben kann und so ein Scheiß. Also das ist wieder ein Special-Pferd. Ich meine, so ein Feigen oder sowas mit dabei zu haben, wäre echt geil. Willst du jetzt wieder auf Ushia machen? Ja, ich mache auf Ushia, weil ich einen Feigen habe. Das hat fucking Feigen mit Ushia zu tun. Schutztier. Hast du drin gar nichts. Die Feigen sind die Schutztiere. So, wo ist die diese Schnampe jetzt, die mich vorhin einfach mal so angegriffen hat und jetzt auf einmal weg ist? Da steht sie doch. Die ist am Kochen gewesen, siehst du? So wie sich das so. Frauen am Herd. So, Schwert. Schwert. Jetzt geht das schon wieder los, ne? Scheiße. Nein, nicht schon wieder. Dieser Kerl ist schlimm. Naja. Du! Warum? Er ist Rassist, Digga. Wieso will ich? Hä? Ja, die Frau beim Kochen, da wo die hingehört. Das war ein Schwert. Alter, guck dir mal den Hals an, Digga. Du hast ein bisschen blutig im Gesicht. Das ist wirklich gerade halt sich wenig, guck mal, wie sie da liegt. Guck mal, wie sie da jetzt liegt. Du hast ja einen dicken. Also hat sie auch Titten. Hm, beantwortet das? Ja, ein bisschen schief, wenn du mal da reinguckst. Die läuft so nach einer. Ist nicht gut verlaufen. Die läuft so nach einer Seite weg. Ach ja, man merkt, dass wir noch Kinder sind, ey. Voll Kinder, ne? Wir benehmen uns halt wie welche. So, jetzt wollen wir jeden einzelnen platt machen. So, Bogen. Wollen wir mal eine andere Taktik versuchen, dann kommen sie wenigstens nicht so schnell darauf, dass ich es bin. Nein, nur nicht. Guck mal, da hinten steht einer, der schießt uns den Pfeil ab, aber er ist bestimmt nicht derjenige, der uns mit dem Pfeil trifft. Nein. Das ist hier Logik in dem Game. Ja, und die andere kommt gerade raus. Hier scheint so richtige Probleme zu machen, ne? Wir haben halt noch nie auf dem Schwierigkeitsgrad gespielt. So. Jetzt hätten wir. Jetzt gehen wir nochmal gucken. Ja, drei sind hier schon tot. Du Mörder! Du warst nicht besser. Du bist obwohl. Ja selber auch noch mit drauf gegangen, ist, ne? Selber auch. Oh Gott.
Hm, er kommt raus. Nee, rein. Damit habt ihr wohl nicht gerechnet. Hey, ihr lässt mich mal auf das Spiel konzentrieren. Gesundheit! So, einhändig. Wo ist einhändig? Bin ich blind? Wo ist einhändig? Nimmst du das neben zweihändig? Ja, vielleicht. Naja, das ist immer noch der schwerste von allen. So eine Lacke. Das war gerade die Quest. Ja, aber ich will jetzt den Rest noch fertig machen von denen. So, ich stelle erstmal hier. Pass auf. Was war das jetzt? Ah, da hinten ist dieses eine Scheißding mit Bogen. Was auf mich geschossen hat. Boah, das Spiel geht auch ganz schön, ey. Hm. Weil hier gibt es doch noch ein bisschen zu holen. Das ist doch mal ein Klo. Und vor allen Dingen, du hast immer einen kleinen Trank, weil es mal Chili gab. Ja, ist doch so. Nein. Mhm. Nimm ja Amethysten mit. Den habe ich auch gerade gesehen. Der Bogen ist schwächer als der, den wir haben. Da hinten steht auch einer und schießt mit Pfeil und Bogen. Ich weiß, da. Hier trifft nur kein Scheunentor. Und ich bin schon Ork. Also wir. Ich meine, muss man doch ein bisschen schlecht sein als Bogenschützen, wenn man noch nicht mal einen Ork trifft. Aber den hier hat voll ins Knie geschossen. Nein. Ja, noch nicht besser. Ganz. Ehrlich? Ich nehme die Kleidung weg und dann gucken wir mal. Oberschenkel. Ah, oh, fast. Ja, die Richtung hat gestimmt. Der hat auch schon wieder so einen krummen Hals, Alter. Ja, die sind tot. Das ist ein Genickbruch. Der Pfeil war nicht... Pfeil ins Knie, Genickbruch. Ja. Ganz klare Sache. Skyrim, also bitte. Ich sage ja nichts, wenn ich mit riesen Steinsoldaten Fußball spielen kann und so. Richtig. Ja, ich meine, ich glaube, ich das war dieser eine Ork und dann dieser Zwingerclub. Der war hier halt, ne? Ja. Er hatte jeden Tag gut zu tun, ne? Guck mal, vor allem die hat Bier dabei und Käse, ich hab Hunger. Scheiße. Mach mir doch gerne noch was zu essen. Hast du noch Pizza? Scheiße, stimmt. Willst du haben? Ja. Gut. Wieso? Ich habe schon seit Wochen keinen Hunger mehr auf Pizza. Ich weiß nicht. Okay. Nein, das Schild lasse ich da. Was soll ich mit dem Schild? Mal gucken, was da drin ist. Das Skelettköpfchen. Geht kann nicht. Ich nicht. Das boah, sieht dann nur... alles mitnehmen, nur die geilen Sachen nicht. Ja. Ja. Leider. Ehrlich. Ist mein Schlafplatz. Sky ist mein Schlafplatz eigentlich bequem. Ja. Das ist mein Sofa. Ja, mein Schlafplatz. Was meinst du, wegen des Feuer oder der Schlafplatz? Dir? Ich hatte ja damals nichts. Ich dachte, die Katzen haben sich immer gefreut.
Ja, ich weiß. Oh mein Gott, Kuro weiß was. Ich weiß mehr als du. Ich will träumen. Wir haben die Katzen immer mit dir aufgenommen. Mitnehmen? Nur nutzen wir jetzt. Ja, komm, kann man verkaufen. Ja, wir dürfen noch nicht mehr so viel mitnehmen. Passiert. Wo läufst du eigentlich lang? Das war gerade ein Bogen mit Seelenfalle. Ja. Läuft. Ich sag doch, ich weiß ja einiges. Du glaubst mir ja nie. Nee, warum auch? Bist du nur ein Holzer? Du kannst gleich meine Socken fressen, wenn das so weitergeht. Glaub mir, das willst du nicht. Jetzt mal ganz ehrlich, ja? Der Brücke erinnert mich gerade an den Mondlichtfalter von Dark Souls. Wieso? Hä? Ich sehe da keine Parallelen. Ja, weil du auch auf so einer komischen Brücke kämpfst. Du gehst erst in so einen kleinen Turm ganz hoch, kommst auf einer Brücke, wo du gegen den kämpfst, dann gehst du genau in die gleiche Richtung wie bei dir, gehst noch weiter hoch und findest dort auch etwas extrem Geiles an der obersten Stelle. Ja. Genau wie da. Weißt du, warum ich die Brücke hier... Wie wärst du, wenn du die Schnellreise benutzt? Zweimal über die Brücke und dann links. Fick dich. Fick dich. Oh ja, die Brücke und dann links. Ich guck mir das Video immer wieder an. Ja, immer wieder, wenn es mir scheiße geht, guck ich mir das an oder das Bild mit den Eichhörnchen, was an der Klöten quetscht. Oh. Ja, wie war das? So, wenn ich gute Laune brauche, guck ich mir, ich bin mein bester Freund an. Ja. Oder ein Foto von ihm. Sky, wie war das auf dem einen Bild? Hallo. Ich heiße Kevin. Hallo Kevin, ich habe ein Problem. Das sagten sie bereits. Ja, das stimmt. Also ich kenne bis jetzt keinen Kevin, der nicht irgendein Problem hatte. So. Da ist er ruhig. Aus einem einfachen Grund, den ihr gerade nicht checkt, aber es ist jetzt auch mal egal. Okay. Kann ich den Grund nur verstehen, wenn man Kevin Sky heißt? Gerade. Sky. Ja. Du seid doch so... Sind wir? Ja. Aber du auch. Wie? Ja. Ich gehe eine rauchen. Ja, siehst du? Hey, kommst du mit drüber rauchen? Ja, ich Alter, rauche. Er ist strikter Nichtraucher und Trinker. Ja, Langeweile. Jetzt überleg dir das nochmal. Das ist das Problem, warum ich keine Freunde kriege. Weil sie alle denken, dass ich langweilig bin. Nur weil ich nicht sauge und weil ich nicht rauche. Was? Bin ich der langweiligste Drecksarsteller? Kuro, wir haben da noch fast eine ganze Flasche Whisky stehen. Ja, wir haben aber keine Cola. Ja und? So. Der lebt ja schon wieder. Oh ne, die Schwester ist das hier. Nein, diesmal ist es eine Assassine, ein ganz anderes. Einfach nur an derselben Stelle. Lesen. Ich würde erstmal sagen, du trägst so viel, du kannst nicht rennen. Siehst du, und du wolltest schnell reisen. Dann hätte man den Assassinen nie getroffen. Und er wäre nie gestorben und er wäre noch am Leben. Man hätte seine Familie ernähren können. Wisst ihr die? Oh ja. Hiervon sollt ihr Mr. T um jeden Preis umbringen. Jetzt zeig diesen Brief mal den echten. Ja. Okay, Astrid? Ich bin jetzt am überlegen, ob wir noch zur dunklen Bruderschaft gehen sollten. Ich weiß ja das Schwert weg, was der hatte. Warte, erstmal ein bisschen. Warte, ich weiß, was wir wegschmeißen. Die beschlagene Rüstung? Ah ne, die Fellrüstung. Okay, jetzt sind wir leicht genug. Das sind natürlich die Verzauberte. Nein, die Verzauberte habe ich behalten. So. Die hatten wir ja vorher schon, die haben wir gekriegt. Du hast einen fucking Dolch dabei, Alter. Deine Schuld. So, das sind 7 Sekunden. 5. So, wie war das nochmal? Du wolltest die Axt entzaubern? Hey. Ja. Schmeiß den Hammer weg. Okay, reicht. So. Du hast so viel Blut an den Waffen.
Dann läuft euch Wasser. Ach nee. Sieht doch stylisch aus. So, wollen wir mal hier ein paar Gebiete vorher noch erkunden? Wow, wow, wow. Hallo. Ey, was war das? Jetzt reicht's aber mal. Was war das denn jetzt? Talentfrei? Ich bin nicht vorwärts gekommen. Die Erschwimmung zu stark. Ochs können halt nicht schwimmen. Ja, Ochs sind genauso schwerfällig wie du. Bin ich schwerfällig? Ich wiege nur 65 Kilo. Das nicht ist wahr. Schwerfällig ist nicht gleich auf Gewicht bezogen. Ich bin nur ein bisschen schwer von Kapisch. Ja, das auch. Das meint er ja auch in dem Sinne. Ich ja. Hab euch auch lieb. Ja, das wissen wir. Deswegen stirbst du ja hier auch so oft. Hä? Ich lerne jetzt diesen Zusammenhang. Ich bitte darum. Ja, wir haben ihn so lieb. Deswegen stirbt er da immer so oft. Weil wir es in real nicht machen können. Ja. Da war doch was, ne? Da war ja was, stimmt. Wenn du dich an deine Aussage von vorhin mal erinnern könntest, willst du sie nochmal für die Zuschauer wiederholen? Ich würde gerade hier förmlich über mein IQ singen. Time to say goodbye. Willst du noch mehr erläutern, was du vorhin gesagt hast, damit die Zuschauer das auch verstehen? So wenig wie ich euch jedes Mal zuhöre, weil ihr so viel labert, so weniger höre ich mir zu euch immer viel labern. Aber bist du auch der Meinung, dass du zu viel laberst? Ja. Gut. Aber sonst ist keiner irgendwie komisch. Ach Gott. Klar, wenn ich runterspringe, sterbe ich. Du kannst rumspringen, wie du willst. Ich weiß halt, wo ich lang rumspringen kann und wo nicht. Ja gut, das, wo er letztens gestorben ist, weil er runtergesprungen ist, war ja wohl ein bisschen lame, Alter. Ja. Das war ein halber Meter. Ja, und ich bin gerade einen Meter gefallen und ich lebe. Aber naja, was soll man sagen? Andere können es, andere nicht. So, und jetzt ist die Strömung wieder zu stark. Naja, war ein Scherz. Oh Gott. Wir haben uns immer noch nicht entschieden, ob wir Stormatter oder Kaiserlicher werden wollen. Ach Gott. Erstmal machen wir jenes Grundlegende und entscheiden tun wir uns dann, wenn wir mal lustig sind. Also nie. Doch, ich bin immer lustig, du nur nicht. Ah. Oh Gott, ich weiß nicht, was... Ja, war der Duft, ne? Schinken. Mettwurst. Marmelade. Hack. Möpse. Ah Gott. Du und deine Möpse. Möpse. Ich weiß, du bist ein Hundefetischist. Fetischist, ja. Fick dich hart. Die beliebteste Sexstellung bei verheirateten Ehepaaren. Die Hundestellung. Die Frau stellt sie tot und der Mann bettelt. Oh Gott. Die Provinz Snobskite. Ja. So, wollen wir mal gucken. Was haben wir denn hier? Mein Huhn. Ah, scheiße. Was? Nein, wir kennen keine Hühner. Ich hab das schon mal gemacht, danach war ich tot. Tritt mal ein Huhn. Du kannst ja nicht treten, du kannst ja nur schlagen. Und beides geht für dich aus. Alter, ich habe auf meinem anderen Account einen Huhn geschlachtet und hatte gleich 10.000 Kopfgeld. Ernsthaft? Ernsthaft. Ja, okay, ich jetzt. Wie kam die auf die Idee, das Huhn so wichtig darzustellen? Das ist denn... Ja, Anspielung auf The Legend of Zelda. Ja. Es gibt auch zwei Schwerter irgendwo in Skyrim, die in einem Stein drin stecken. Das ist eine Anspielung auf Excalibur. Nein, es gibt ein Schwert, das steckt in einen... Ein steckt in einen Stein. Allerdings kann es von je nach Spiel unterschiedlich sein, dass es auch mal über diesen Stein einfach mal so einen Meter in der Luft schwebt. Ja, es gab zwei Schwerter. Ja, das zweite ist ein Schwert im See. Das Schwert im See, von der Dame im See. Ach so. Das wird einfach nur von einer Knochenhand gehalten. Wenn du dann unter Wasser gehst, ist da nur diese Hand, die das Schwert nach oben hält. Aus dem Wasser raus. Das ist irgendwie aber gestorben. Ja, da gibt es aber keinen restlichen Körper zu. Der ist ja unterm Schwamm begraben und konserviert. Das Ding ist gefühlt 3 Meter tief. Und die Hand schwebt einfach in der Luft. Also. Alter, ich will doch nur darum. Also, ich habe nachgedacht. Ja. Und ich bin sehr dankbar, dass wir Freunde sind.
Aha. Ich möchte euch das hier schenken. Es ist nicht viel, aber... Wir kriegen was geschenkt. Es gefällt euch. Proventus, ihr müsst mir helfen. Wow. Wir müssen meinen Bruder davon was? Überzeugen, Wein? Sich mehr in diesem Krieg zu engagieren. Jarl Ruf als Frucht. Ich bitte euch nicht darum, dem Jarl die Stirn. Genau. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist euer Okay. Ihr seid sein Vogt. Auf euch wird er hören. Genießt ab. Bleibt mir mit euren Intrigen vom Leib. Die sehen... Ja, guckt ja auch mal ihn an. Mögen die Götter... Zieh dir diese Nase rein. Hätte auch mal was drauf gekriegt. Das meinst du, warum die alle Helme tragen hier? Der beste Angriff ist eine gute Verteidigung. Gott. Und was macht man denn als nächstes noch? Findet ihr die Rotwandrose, oder? Sprich mit den Graubärten. Guckst du mal auf die Zeit? Ja, ich hab vorhin schon mal hingeguckt. 26. Das geht noch. Wo siehst du da? Ach, da oben. Wo hast du denn die ganze Zeit geguckt? Ja, ich bin da oben. Ja. Da hat keine Einwände gegen, oder? Du Dieb. Sieht mich doch keiner. Da steht nur still. So, ich dachte gerade, da liegt einer auf dem Boden, aber das ist nur das Muster im Teppich. Verzauber doch mal unseren Nordbogen mit Seelenfalle. Dann müsste ich den anderen ja erst entzaubern. Ja, mach doch. Ja. So. Die vielleicht auch noch? Nee, die nicht, aber die Pelzrüstung. Warum die nicht? Ja, die doch auch. Das ist so viel Kohle, wenn man rauskriegt. Was? Nein. Nein, das ist nichts wert. Das kostet gar nichts. So, das war unser Bogen? Ja. Wert war 400 irgendwas, ja. Ja und? Das ist nichts. Hm. Ja, wir. Komm, fürs Erste reicht das doch. Da hätte ich doch den anderen behalten können. So, Wollen wir umbenennen? Schlag meinen Namen vor. Möpse. Skyline! Okay, der Bogen heißt jetzt Skyline. Yeah. Ja. Und wenn ihr einen Schwertnamen braucht, dann nennt ihn Saro. Shiro! Hi! Unser Bogen heißt jetzt Skyline. Okay. Und? Nein. Zurück. Eine Anspielung auf den Besitzer des Akkaums. Hab ich, warte mal. Ja. Wenn Sie Schwerten Scheiße. Nehmen, sollen Sie den Sarah nehmen. Nochmal. Wisst ihr von was Sarah ist? Nein. Nee. Aragorn. Das rote Schwert ist Sarah. Aha. Wieder was gelernt. Ja, nach kannst du mit dem guten Gewissen ins Bett jumpen. Dann, jetzt weiß ich wenigstens, wie der Schwert bei Aragorn ist. Herstellen war X, ne? Ja. Toll. Skyline hinzugefügt. Verzaubern. Gegenstand. Ich habe noch ein altes Nordschwert. Ja. Seelenfalle? Nee, Frostschaden. Nehmen wir auch mal den gestohlenen. So. Sarok. Wie schreibt man das? Z-A-A-R-G-O. Was? Z-A. Zargo. Nee, Sarok. S, ne Z, A, A, R, G, U. Kann sein, dass wir jetzt ein bisschen Partout mit dem Namen. Nee, egal, jetzt haben wir's. Und, ja. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie das wirklich heißt, ich hab auch mal so Zarok. Ja, und falls euch irgendwelche anderen Namen einfallen für Waffen. Scheiße, wir haben den Namen falsch gemacht. Hä? Zarok heißt er nicht Zargo. Ach Gott! Aber nochmal zu vorhin, falls euch irgendwelche Namen einfallen, die wir noch Waffen geben könnten, schreibt es einfach in die Kommentare. Mal gucken, was wir davon nehmen. Schrotet! Das sind die Kommentare. Schroten! Ja, Schroten! Schrotet, das ist Schroten! Skyline direkt eine Ladung Schrot ins Gesicht. Ja. So. Gott sei Dank, Mann. Gibt's eine Bankmann. So, dann. War's das? Ja, das war's dann. Ich guck jetzt nochmal. Guck mal, da haben wir's. Auch schön ausgerüstet. Sargo.
Und Skyline. Da ist er. Skyline! Das ist Skyline. Und Skyline zum Bordstein zurück. In der Stadt, die niemand still steht, hier. So, dann Speicher. Dann gehe ich. Ja, ich gehe jetzt nochmal nach Drößen. Schönen Hintergrund. Hier ist auch nichts Schönes als die Drachenpeste im Hintergrund. Ich wollte jetzt einfach den Brunnen nehmen, aber scheiß drauf. Drachenpeste geht auch. Ich hab jetzt die Bilder von der Nietzsche. Was? Oh Gott. Shiro hat mal wieder eine Meise, aber das ist ja nichts Neues. Mhm, genauso wie du, aber da kümmern wir uns auch nicht drum. Gleich schlagen sie sich wieder. Also, wenn ihr mal wissen wollt, wie es aussieht, wenn sich Zwerge streiten, wir können auch gerne mal Shiro und Skyline dabei filmen, wie sie sich prügeln. Das sieht lustig aus, auf dem Bild sieht man das aus. Okay. Wir können uns auch. So. Also, das war's dann mal wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schönen Sonntag noch. Schönen Sonntag noch und freuen uns auf die nächste Folge. Oder? Ja, total. Wir wissen noch nicht, was wir diesmal machen. Wir hatten unsere Zehe, also hatten. Was? Wenn es euch Spaß gemacht hat, schaut uns in den Kommentaren, Namen in die Kommentare, alles in die Kommentare und man hört und stört sich. Schaut in die Kommentare, oh mein Gott. Hast du noch was zu sagen, Kuro? Nee. Das war das Letzte, was wir hier von dir gesagt haben. Da mach aus. Ja, dann. Ciao. Tschüss.